Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Path of Exile. Wir haben hier noch ein paar Items das letzte Mal scheinbar gefunden. Und wir haben hier eine Quest bekommen. Ja, wir müssen PT töten, das wissen wir. Ja, diesmal eben weiter geht's im Tempel da. Oh, nicht schlecht, aber kein Damage, nichts. Und Mana brauchen wir wirklich nicht. Da haben wir die besseren. Die 1% mehr Mana hat beim Leashed. Und ja, die 3 weniger. Das sehe mich jetzt nicht so. Die sind ja Upkill. Und das brauchen wir nicht. So, hier haben wir noch ein starkes. Okay, nehmen wir. Ich weiß nicht, wie viel Charges wir brauchen, aber das ist doch nicht so gut. So. Dann tun wir die hier hin. So, und dann geht's schon los mit der Action. Voll zugemüllt schon. Also, eben Whirling Blades nicht ab, den Clarity nicht leveln. Und jetzt geht's los. Ich hoffe, wir finden bald eine bessere Waffe. Eine bessere Klaue. Zwar ist die noch recht gut, aber ihr seht, der Physical Damage alleine scheint nicht so gut zu sein. Ja, das untere zählt halt nicht. Aber dafür hat es viel Life Leech. Eventuell bringt es ja was. Wenn wir irgendwas Besseres finden, bringt es ja dann nicht mehr so viel. Eventuell. Naja, ich weiß nicht. Wir müssen jetzt wieder den Eingang zur dritten Ebene finden. Das ist die zweite, ja. Genau. Das scheint ein bisschen lauter geworden zu sein. Wieso denn? Ich kann leider nicht mehr viel runterstellen. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir den großen. Oh, du machst viel Damage. Geht's noch? Aha. Okay, kein Problem eigentlich. Solange also nicht Damage macht. Aber wir haben ja Life Leech und alles Mögliche. Solange also uns nicht one-hittet, ist es eigentlich egal. Oh, ein Lapis-Amulett. Sehr schön. Hier schwimmen wir gerne im Blut. Ein bisschen. Ui. Alles voller Blut. Nein, ich schwimme nicht gerne im Blut. Nicht meinen. Ich wäre ein Massenmörder und mache ein Blutbad im Keller. Wer hier die Anspielung kennt, der schreibt es bitte unten in die Kommentare. Es ist relativ leicht. So. In Spielen ist Blut gut, im Real Life, naja. Sagen wir schlecht. Weil ja, Blut heißt Morde oder Blut heißt Infusion, oh Gott. Oder wie sagt man denn? Blutspendebeutel. Das ist nicht so gut. Nehmen wir das mit. Wir nehmen einfach alles mit, wir bekommen sowieso so viele. Identify Scrolls über, dass wir ja lieber alles mal Ding identifizieren als
ja, dann Probleme bekommen, weil wir etwas verpasst haben oder so. Aber das Größte kann man eigentlich fortschmeißen, also das meiste. Naja, vielleicht brauchen wir es ja mal. Aber so Sachen, die ich nie benutzen werde, werde ich gleich wegschmeißen. Aber einfach mal alles einsammeln, damit wir sehen können, ob es schlecht ist oder nicht. Oh, hallo. Hast du Molten-Schild gehabt, oder wie das heißt? Ich geb sie in die Fresse. Wir sind die besten Boxer der Welt. Eye of the Tiger singen. Was ich jetzt mal nicht mache. Aber ja, ich kenne doch sicher den Song. Weil ich nicht gut summen kann oder singen und Melodie machen kann. Tja. Ich bin halt nicht ein Michael Jackson oder so irgendwas, der talentiert ist beim Singen. Wir wollen ja spielen und nicht singen. Hier ist eine Sackgasse. Mist. Und hier schreit einer herum. Oh, hier haben wir schon den Boss von dieser Insel. Easy. Ist das schon der Eingang? Sieht nicht so an. Vielleicht hier? Nö. Auf der anderen Seite. Wie viel Damage machen wir hier eigentlich? Plus Melee Speed. Ich denke gar nichts. Eigentlich müsste ja Multistrike abziehen. Ah, weiß ja. Hä? Es ist ja verbunden. Okay, 15% erhöhter Melee Damage. Der ist aber hier nicht und wird nicht angezeigt. Das ist sehr schön, wenn wir 15% mehr Melee Damage machen und trotzdem dreimal angreifen. Vielleicht weil der Game schon geupdatet ist genug. Dafür kenne ich mich noch zu wenig gut aus bei Path of Exile. Vor allem weil er halt alles auf Englisch ist und so nicht so gut merken kann. Weil es nicht so in mein Hirn brennt. Also wir gehen jetzt auf die andere Seite. Hier muss doch der Eingang sein. Wir wollen nicht so lange hier herumirren. Auch wenn es irgendwie ein bisschen Spaß macht. Okay, hier ist... Ja. Diese Ebene, also dieses Bauelement gibt es eigentlich hier immer. Und kennzeichnet, dass man im richtigen Weg ist schon mal. Aber jetzt muss man noch den Eingang finden. Entweder ist er links unten oder hier rechts oben. Ich denke schon, dass er hier irgendwo ist. Ja, er ist hier. Wir konzentrieren uns auf die Schießer da. Die Stacheln schießen. Oder die sind auch recht stark. Die Nahkampf-Tentakel-Teil. Aber die machen viel zu wenig Damage für uns. Wir sind doch viel zu stark. Hallo, was machst du denn bei mir?
Er teleportiert sich mir einfach zu mir. Geht's noch? Der bekommt auch eins auf die Arme. Wir fehlen halt viel Life Leech, wenn wir umskillen. Deshalb natürlich nur ein No-Go, um zu skillen auf Dolch, auch wenn wir dann mehr Damage machen. Für momentan für unsere Alps nein. Auch wenn wir ein super, zwei super Minflay Dolche haben. Es bringt wirklich nichts. Ich wollte schon in Versuchung gehen, um zu skillen. So, was nehmen wir jetzt hier noch? Wir bräuchten vielleicht bald mal ein bisschen Strange eher. Wir müssen hier runterkommen, ja. Zu den Crit müssen wir kommen. Alles, jetzt sind wir gleich da bei der PT. Kann ich es nicht mal aussprechen. So, hier nach oben. Die konzentrieren bitte. So. Also. Wir sind hier. Es ging ja schon flotter, als ich gedacht hätte. Und die siegert hoffentlich auch leicht. Ich kenne die Taktik. Die Portale im Zerstören, damit kann sie sich verwandeln. Und jetzt draufhauen wie. Jetzt haut sie ab. Jetzt haut sie einfach ab. Wo ist sie? Wo ist sie hin? Ja, ja, jetzt hat sie sich schon verwandelt. Die macht schon krass Damage, so. Geht halt ein bisschen länger mit den Klauen. So kann man Auto. Muss ich nicht mal viel machen. Und so ist sie dann. Also eben, die Portale muss man zerstören, sonst macht sie recht viel. Entweder fließt sie uns die ganze Zeit oder sie verwandelt sich in einen starken Nahkämpfer, den wir jetzt gerade nicht gesehen haben. Der ist einfach so orange. Und ja, dann einfach draufkloppen und nicht von den Monstern hier, die raufkommen, beeinflussen lassen. Ignoriert die, geht auf PT. Und sonst, wenn es zu viele Monster sind, muss die halt die Monster zu kurz totkloppen und der PT ausweichen. Okay, Fire Damage. Nee, wir haben einen besseren. Einen Mace könnten wir noch ausprobieren. Also ob er gut ist, ne? Das Amulett. Naja, gibt bessere. Rarity hier. Ne. Auch Rarity. Hier haben wir 26%. Ist viel besser. Tauschen wir das aus, auch wenn es weniger Life-Ding. 50% Recovery. Das bringt nichts. Das ist gar nicht das. Ah, doch, es ist das. Davon werden 50% von der Recovery, also 3,4%. 3,4 Sekunden werden dann 50% sofort regeneriert.
Also dann ist es eigentlich nur noch 1,5, 1,7 Sekunden lang aufgerundet. Das ist schon gut. So, den Temple Key haben wir. Damit können wir in den in die, die den Tower Key in den Scepter of Gods, oder wie der heißt. Und ich habe überall tote Fliegen. Ich mache sie immer ganz tot, damit sie nicht leiden müssen. Aber nerven tun sie trotzdem und müssen deshalb sterben. So, jetzt verkaufen wir den Schrott. Und wir haben einen Skillpunkt. Oder zwei. Zwei, genau. Hier bekommen wir gleich zwei. So, da heißt die Skin. Da können wir dir eigentlich bald noch auf Live gehen. Eben. Wir müssen hier zuerst die zwei skillen, um hier runter zu kommen. Dann haben wir Attack Speed, Damage, Dual Wielding. Also nur bis hier. Oder wir nehmen das noch mit und dann gehen wir hier runter. Ist doch eigentlich klar. Soweit. Hier haben wir Damage. Ja, da müssen wir eigentlich alles nehmen. Also gehen wir hier durch. Das hat nicht. Das hier. Und dann hier runter. Die zwei nehmen wir nicht mit. Defensive brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier links durch. Dann haben wir noch Attack Speed. Und dann hier runter. Zum Live hier zum Beispiel. Ja, Apple, oder? Haben wir richtiges Kit? Ja, klar. Ja, das lassen wir mal so im Inventar. Noch mit denen reden. Ah, jetzt haben wir hier Item Rarity. Nehmen wir schon das. Ja, klar. So, FPS will ich nicht anzeigen. Dann haben wir ein extra Ding. Hier haben wir schon 20%. Dann tun wir den hier hin. So. Also jetzt müssen wir wieder zurück zu den Ebony Barracks und dann nach oben. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir durch müssen. Wir müssen auch wieder nach Nordosten und dann ist in der Nähe vom General dann ein Eingang zu den Labyrinthen, also zuerst zu einem anderen Level und dann zu den Labyrinthen. Wir machen alle Quests hier. Weil es noch sehr interessant eigentlich ist. Wir kommen schon viel besser durch. Da hatten wir ein bisschen Probleme. So, Ground Slam brauchen wir nicht. Und Multistrike ist aufgepowert. Da kann ich noch kurz schauen. 3% mehr Damage für Melee. Und hier ist der Eingang. Oh, wir sind stark. Wahrscheinlich wegen der Dexterity hat das irgendwie einen Einfluss. Oder versteckt Dexterity nur die Emotion Rating. Keine Ahnung. Wir killen den nochmals kurz.
weil wir gerade hier sind. Oh, die Shark. Jetzt habe ich Angst. Ich habe meinen Schnellregeneration Potion noch einsatzbereit gehabt. Und Haste. Cool. Dann werden wir noch schneller. Ah, ist das schön. Endlich mal ein Charakter, der 100% zu mir passt. Und werden wir dann hoffentlich mal später auf Dolch umskillen können. Dann macht es sicher noch mehr Spaß. Aber das ist dann High-End, also das ist dann wirklich super High-End. Und wir sind jetzt noch schneller. So, hier müssen wir drei Eingänge finden. Den Haupteingang, den machen wir also zum Schluss, zum Scepter of God. Wir gehen zuerst ins Labyrinth, wenn wir das finden, sonst gehen wir zuerst in die Bibliothek. Und irgendwie leckt es hier ein bisschen wegen dem Regen. Wegen Fraps. Genau, wegen Fraps. Ich gebe immer Fraps schon. Irgendwie stimmt es ja auch. Oh, Life Rake ist nicht so gut. Die machen überhaupt keinen Schaden mehr mit dem Fleischklopp-Zeugs. Oh, es laggt plötzlich. Das geht nicht gut hier. Schnell durch diese Gegend. Leider müssen wir sie dreimal wieder betreten. Oh Gottchen. Also hier geht's nicht durch. Hier ist versperrt. Aber hier oben geht's durch. Hier ist das Vapor-End, sehr schön. Dann gehen wir mal hier links unten hinein. Und die Statue brennt. Lichterloh. Wir können Statuen anzünden. Ist das nicht wunderbar? Hallo, Fraps. Aha. Hallo, Boss. Gibt, glaube ich, noch mehr Bosse. Oder ist es? Ich weiß nicht, ob diese Ebene mehrere Bosse hat. Einer ist, glaube ich, so ein Mal, also so einer, der sich vergraben kann. Aber ob der im Labyrinth ist oder hier ist, keine Ahnung. Dafür bin ich noch zu wenig in Akt 3 herumgerannt, also in diesen Gebieten. PT-Runs habe ich natürlich immer wieder gemacht. Und sonst eigentlich nicht viel. Okay, sieht nicht gerade gut aus. Aha. Und noch Desync-Probleme. Nicht gut. Ich muss hier Effekte runterstellen. Graphics. Und Filtering brechten. Das ist ja runtergestellt. Das ist ja eigentlich viel runtergestellt. Können wir eigentlich auf High stellen, aber dafür. Hä? V-Cinetic können wir ausstellen. Ich will nicht rein.